Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in Kabin. Und ja, ich habe heute schon einen Schlachtplan für uns fertig gemacht. Und zwar, wir haben ja eigentlich noch hier ein paar Kisten und ein paar Quests zu erfüllen. Sind noch ein, zwei Stück und ich würde mal sagen, das ist eigentlich ja keine schlechte Idee, das könnten wir eigentlich machen. Kara habe ich da. Händler ist unterwegs. Ja, was soll da schief gehen? Also mir fallen zwar ein, zwei Sachen auf, ein, das schief gehen könnte, aber oh, ich glaube, das machen wir, wa? Weil vor allen Dingen mein Inventar ist ja auch dank meinem Managen von und so, ach, wie erzähl ich denn das da? Managen gibt es bei mir nicht. Ja, das muss ich irgendwie kicken, dass ich das irgendwie verscherbet kriege. Aber erstmal muss ich hier runterkommen. Hallo? Kann ich nicht hier irgendwie einfach hier runterhüpfen? Ohne mir die... Da, das sieht doch. Ohne mir die Haxen zu brechen. Ha! Ich wusste doch. Alles in Ordnung. Ich kicke Müll, der da stand leer und ich kicke trotzdem drin. Ist auch geil. Kann man mal machen. Ach übrigens, ich habe jetzt auch Villa Hintergrundmusik an. Also diese dramatische Musik. Ja, die andere, die ich sonst mal drin habe, konnte ich noch nicht machen, weil wie gesagt, Festplatte. Muss ich erst mal nächsten Monat, Anfang Monat und so neu Mainboard und dann ich will halt beim alten. Mehr oder weniger. Und dann, wenn ich das dann fertig habe, dann kaufe ich mir einen neuen PC. Ja. Versucht das ja nicht erst zu verstehen. Ich blick da noch nicht mal selbst durch, was ich da tue. Ich weiß, dass ich das so tun soll. Nee, das ist kein Händler. Also tue ich das auch. So ist es. Mein Hirn sagt und ich folge. Ist meistens keine gute Idee. Matschepampe. Jammelfleisch. Sollten wir ja auch sagen. Und das ist normaler Mais. Und das sind normale Beeren. Und der läuft ja das Spiel schon wieder an. Das ist Warnung Nummer 2. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wie vorhin ist, dass er bloß kurz auf Touren tut. Und sag ich doch. Nee, jetzt tut er wieder auf. Er ist sich noch nicht ganz schlüssig. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Eigentlich ist mein Mikrofon abgeschoben. Also, da habe ich extra Kunststoffpolster und so, ne? Für eventuelle Nebengeräusche. Und so. Jetzt sollte eigentlich funktionieren. Hattet ihr ja sonst so. Also könnte sein, dass es jetzt auch funktionieren tut. Ich hoffe es. Weil meine Grafikkarte macht gerade Achterbahn. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Nur ich habe mir auch nicht... Also ich habe mir nicht getraut, mehr Kühlpasse hochzumachen. Weil wie gesagt, die ist schon in normalen, festen Zustand ziemlich flüssig. Und wir wissen ja, CPUs und so werden ziemlich warm. Und dann wird das Zeug immer flüssiger. Und dann ist das nicht gut. Ich habe mich schon mal ablenken lassen. Wo wollte ich hin? Da. Und das ist nicht so gut. Hauptsache, das hat ein bisschen Verbindung mit der Kühle, mit der Kühlrippen. Also mit dem Kühlkörper. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Solange es nicht über 100 Grad kommen tut. Also jetzt sind wir gerade bei knapp 80 Grad. Läuft. Obwohl, das ist ja eigentlich normalerweise Betriebstemperatur. Gut. Ich werde mal den großen Ballermann auspacken. Jetzt ist doch gut, Mädel. Krieg dich mal wieder ein, du alte Grafikkarte. Na okay, so alt bist du eigentlich ja nicht, aber hey. Hui! Stimmt! Zombies rennen! Dumme Idee, nicht stehen bleiben! Ballern! Wartet! Ding hält. Gut. Durch das Ballern dürft ihr jetzt auch die Grafikkarte nicht hören. Was ja auch gut ist. Boah, Alter, wo schieße ich hin? Ich schaffe es mit einer Schrutze daneben zu schießen. Das ist ja erstmal ein Kunststück. Hallo.
Das macht mir auf jeden Fall einer nach. Tada! Keine Munition im Lauf. Das ist blöd. Hallo? Du denn? In den Schritt. Ich glaube, ich habe die geschafft, die Quest. Jetzt ist doch gut, Mädel. Warte mal, ich mach mal unten wieder zu. Macht das auch nicht besser. Ich mach das unten wieder auf. So, gut. Die Quest haben wir abgearbeitet. So, die nächste wäre, da oben ist eine Kiste. Dann können wir zum Händler, denn dahin. Das ist in der Nähe von unserem Zuhause. Da unten ist auch noch eine Kiste. Aber wir machen erstmal Händler und dann die Kiste. Oh, Alter, die macht richtig Ballett gerade. Ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht süd ist. Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht daran ändern. Und wie gesagt, es läuft eigentlich flüssig. Wenn das Grafikkarte mäßig wäre, würde sie jetzt anfangen zu ruckeln. Also Kühlung ja, aber eben halt, guck mal, die Lüftungssteuerung, Arsch. So wie meine Fahrkünste. Das hat sie aber vorhin schneller eingekriegt gehabt. Und da waren wir in der Stadt gewesen. War da was? Hm, komisch. So, da ist der Händler. Mädel, krieg dich doch mal wieder ein. Moment mal. Grafikeinstellung. Aber ich hab doch ja nicht. Warte mal, ich mach das doch auch mal raus, weil. Und Reflexion. Wer braucht Reflexion? Kein Mensch. Oh nee. Oh nee. Nee, doch nicht. Niedrig aus. Brauch auch kein Mensch. Das lasse ich. So, ich hab da noch. Oh, Alter, das ist ja noch schlimmer. Ich habe gerade versucht. Was ist denn nun los? Halb? Ich mach wieder halb. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt ein bisschen die Reflexion deaktiviert. Komischerweise ist das Bild jetzt dunkler und die Grafikkarte ist jetzt mal ruhig. Hm. Mal gucken. Ich muss mir unbedingt neue Kühlpaste kaufen. Also das ist mir überhaupt nichts. Nur in meinem Laden hier um die Ecke will ich keine Kühlpaste kaufen, weil steht zwar Fachladen drauf, ist aber kein Fachladen. Ist weit weg vom Fachladen. Ach, das Schöne ist, ich wollte mir letztes Mal da einen Adapter kaufen für ein HDMI-Kabel. Die wussten noch nicht mal, dass es so was gibt. Ja. Und das ist ein PC-Fachladen. Ja, ja. Nur das war eben halt Kühlpasse-mäßig meine einzige Möglichkeit. Und ich habe die, wie gesagt, danach nie wieder benutzt oder so. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich die nur hatte, weil sonst hätte ich mich überhaupt keine Kühlpaste gehabt. Aber wie gesagt, ich hätte auch Butter hochschmieren können. Ich glaube, das wäre auf dasselbe rausgekommen. Was kriege ich hier nach? Hier kann doch eher kein Zombie sein. Naja. Gut. Dann versuchen wir mal unser Zeug am Mann zu kriegen. What a wonderful day. Hallo.
Many thanks. You've proved to be very resourceful. So, das kann weg. Here's your pay. Nee, ich wechsel mal, weil ich wollte verkaufen, hab aber die falsche Taste gedrückt. Ich hab nie ausrüsten gedrückt. Es passiert ab und zu mal. Das war schon die richtige Taste, nur ich hab noch nicht auf verkaufen gedrückt. Naja. Ist das jetzt unsere Hüte oder ist das jetzt unsere schlechte? Ich lasse mal, ich weiß es nämlich jetzt ja nicht. Aber eigentlich hätte ich doch jetzt ein Visier drauf gehabt, ne? Egal, ich lasse es. Gut, das nimmt da überhaupt nicht. Finde ich eine Frechheit. So, das kann auf jeden Fall weg. Das ich habe eine bessere zu Hause. Und da ist unsere, glaube ich. Nee, ist nicht unsere. Aber die ist besser. Verdammt nochmal. Ich habe gesagt, ich habe schon eine Weile nie gespielt und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Ach, man kann ja immer bloß drei Sachen verkaufen. Aber ja, was. Auf jeden Fall krieg Schotter. Und wir werden ein bisschen was los. Und ich müsste mal kicken. Ich glaube, im Auto liegt auch nicht mich noch genug Zeug drin, was ich loswerden muss. Ich glaube, da waren auch noch ein, zwei Sachen gewesen. Außer Spesen nicht gewesen. So, was haben wir hier? Bitte. Eine Batterie. Ich lasse, nicht Batterie, Batteriespeicher, Mensch. So. Ja, das ist so schlecht, das nimmt dann nicht mal. Okay, weg damit. Das kann weg, das kann weg. Kann weg, kann weg. Kann alles weg. Okay, kann noch nicht weg. Gut, Ja, ich komme gleich wieder. Ich habe da, glaube ich, noch ein, zwei Sachen in der Karre. Hallo. Der durfte bloß nie an ihr rankommen. Ich hatte doch nichts hier drin. Hattet nicht die Kohle mitgenommen gehabt? Oh, anscheinend nicht. Thank you, Survivor. Ich bin wieder zurück. Erstmal mal hier die Quest abgeben und dann, oh, ja. Ich bräuchte Munition. Weil ich bin ja so sparsam damit. Der kannst du dir ja nicht vorstellen. Ihr schon? Er nicht? So, aber munitionstechnisch mäßig, nicht gut. So. Sag mal, hab ich denn überhaupt... Hab ich. Ich hab eine Schippe mit bei. Das ist schon mal gut. Alter. Blöde Tür. So. Da ist die nächste Kiste. Nee, da ist die nächste Kiste. Also da. Hinter uns. Gut. Du, mein Nasenschwein, bring mich weiter. Los, komm. Also dadurch, dass ich hier Reflexion deaktiviert habe oder so, sieht die Straße irgendwie schärfer aus. Kann das sein? Ich bild mir das doch nicht ein. Also ich glaube, dass ich mir nicht einbilde. Ja, wer weiß. Corona und so. Zu Hause, Klapse. Da weißt du nicht mehr, was real ist. Real, klar. Real ist ein Laden. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, Karbin. Juhu! Du sagst, das funktioniert nicht. Alles funktioniert. Wenn man will. So. Oh, Alter, warum ist jetzt so duschter? Also dunkler. Nicht duschter, sondern dunkler. Sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, wir haben die Kiste gefunden. Jupp. Bleib mal stehen. Ich muss mal hier
dann werden wir mal ein bisschen buddeln, wa? Das heißt, die kann auch, weil er bloß nach oben gehen. Da ist er. Yep, das stimmt. Ich sollte drauf achten. Oh, ich komme hier nicht raus. Weil will er dieser Scheißback... Alter, ich hasse den. Ich hasse den wie die Pest. Knie nieder. Vorsorgt. Ich hasse es. Bevor ich so eine Kiste aufmache, sollte ich daran denken, dass ich für Elfa Schwindibo Sorgen tun müssen. Sollen. Gut, okay, wo ist denn jetzt der nächste Quatsch ist da unten. Mitten in der Pampa und da ist noch eine Stufe gedeckt. Also genau das Richtige für mich. 18 Uhr. Holla die Waldfee. Ob das so eine gute Idee ist und ein Tank? Sag mal, habe ich denn überhaupt... Ah ja, ja, ja. Hab ich. Alle gut. Und die Grafikkarte ist wieder da. Schön, dass du noch lebst. Schön, dass du Zeichen gibst. Ich hoffe nicht so lange. Hui. So. Aber da das ja eine Wüste war, müsste das ja eigentlich hier in der Nähe sein. Und warum? Da wird sofort eine Zeit. Warte mal kurz. Ach so, wegen Quest abgeben. Oh ja, wir kriegen. Eins. So. Gut, dann nehmen wir erstmal schnell die Quest ab. La Questo. Howdy, Survivor. Make yourself at home. Oh ja. Ich nehme den Marsbecher. Habe ich aber schon. Kann ich nicht so viel verkaufen. Marsbecher schon. Bringt aber weniger. Ist mir aber erstmal Latte. Macchiato. So, sag mal, ich kann aber Alkohol-Dings-Rezept verkaufen. Das habe ich ja schon. Wow. Great doing business with you. Ja, come ja. Back and tell your friends. Thank you, buddy. Mir egal. Ich bin mir da noch nicht so schlüssig. Gut. Da lang. Ich komme hier vor wie so ein kleiner Postboten-Simulator. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch schon überlegt, ob ich will er so ein bisschen modde. Das hat sie ja jetzt erledigt. Solange das nicht mit dem Mainboard und die Grafikkarte als so hundertprozentig hinhauen tut, wird hier erstmal überhaupt nicht mehr gemoddet. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Im Ohr, Alter. Ich hoffe, dass das nicht so aufgenommen wird. Also die hintergrundmäßige Räusche mit der Grafikkarte. Die ist gerade richtig gut drauf. Die zeigt jetzt gerade so richtig, ich bin auch noch da. Hallo. Kannst du mal und Kühlpaste, bitte. Wenn du noch was hast. Ihr Pferdezeug. So, da komme ich doch hoch. Ist doch eigentlich kein Problem. Hui! Das geht doch. Alles gut. Ui, ui, ui. Was hochkommt, muss auch wieder runter, wa? Mensch, Mädel, ist doch gut. Krieg dich doch mal wieder ein. Da wo ich dachte, ich habe es nie gesehen, wa? Das andere da hinten auch. Aber zurück fahre ich jetzt nicht nochmal.
Ich glaube mal, der Weg ist gelutscht, der Drops. Das sieht nicht gerade wegig aus. Obwohl da ein Einkaufswagen ist. Dann ist das original. Alter, echt jetzt? Hui! Den habe ich aber gezeigt. Hey, wo willst du hin? Wer flüchtet, wird erschossen. Na, das geht schnell voran, wa? Alter, warum nimmt der die Karre nicht in die Tasche und läuft hoch? Weil ich es kann. Seht doch, funktioniert doch. Das funktioniert so gut, dass ich den umkarren kann. Hui! Krass. I'm a Axeman. Axeman. Krass. Mit Munition. Tut mir sorry. So, gut. Krass. Lass mir an, ich muss ja jetzt... Was war das da? War das Dingo? Ich will ja irgendwann mal den Gartenbelag fertig kriegen. Also wenn ich jede zweite, dritte mitnehme, passt das schon. Was war das? Es spukt. Ich sollte vorsichtig sein. Ups. Kabin ist das Gegenteil von vorsichtig, ne? Wie ist das schon, ne? Oh ja. No rest, no fun. Ich hab den Weg nicht gebaut. Ich halte mir bloß an den, was da ist. So, hui, das ist aber schön. Was ist denn das hier? Oh nee, hau doch mal ab, Piepsi. Warte mal, ich muss das erstmal klären. Komm her, du Lump. Du Unhold. Weißt du, wo dein Platz ist, Junge? So, was haben wir hier? Das wird immer komischer. Da oben das Kreuz, hier so eine, ich häng dich auf, Junge. Ja, okay, dann ist er schon durchgefallen. Aber ich wollte gerade sagen, Alter, wo hat denn der seinen Kopf gehabt? Ja, und schon tief. Wie unrealistisch. Und hier unten ist ja gar keine Leiche. Das ist noch nicht mal ein Skelett. Ja, das ist fake. Das ist fake! So, ich muss da lang. Jo. Jojo. Bin ich ja weit gekommen. Aber wir brauchen ja das Zeug. Wie gesagt, hier war man noch nie gewesen. Das ist eine neue Karte. Ach du Kacke. Das ist verbrannte Biom. Biom. Naja, besser als zerstörtet. Ich hab's gefunden. Ja, ja, Junge. Warte mal kurz. Ja, ja, Junge. Warte mal kurz. Axeman. So, warte mal, ich muss die Karte... Ja, die Karte, die steht direkt da drauf. So. Hallo, Mädel. Gut für dich. Gute Entscheidung. So, warte mal, ich muss das hier erstmal anknacksen und dann... Da lang, fahr. Ich würde mal sagen, da lang. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden es rausfinden.
schön nach. Aber wenn wir jetzt Richtung Berg buddeln, dann wird es auch höher und höher. Oh, ich hätte mal den Bug ausnutzen können. Warte, brauche ich auch keinen Bug. Hallo. Hä? Ich glaube, das ist keine Quest, das ist bloß eine normale Kiste. Die hier überall sein könnte. Krass. Naja, ich hoffe, ihr habt noch genug Zeit. Also, das könnte ein bisschen dauern. Na, ich hab doch eigentlich... Hatte ich nicht Kisten mit bei ihr? Ich hab gedacht schon. Wir könnten das nämlich eigentlich ein bisschen eingrenzen. Rein theoretisch müsste das noch funktionieren. Points. Ja, ja, ich hoffe, dass das funktioniert noch. Gut, hier ist es genau. Na, das funktioniert nicht. Das will nicht funktionieren. So. Denn hier, nö, hier kann es nicht sein. Jetzt muss ich erstmal kicken. Hier kann das auch noch sein. Oh, Alter. Das wird eine Weile dauern. Ich glaube, mit Buddeln bin ich schneller. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall ist das bessere, als das Tier alles abzuklemmen. Und vor allen Dingen, ich brauche gleich erstmal zum Auslocken eine kleine Unterkunft. Weil die Nacht ist nämlich gleich drin und dann kann ich nie weiter buddeln, weil Zombies rennen. In der Nacht. Und wir wissen, meistens kommen sie Nacht. Ja, ja. Ich buddel mich erstmal hier ein und dann locken wir uns mal kurz aus. Pause machen. Wie gesagt, ich habe jetzt nämlich bloß zwei SSDs zur Verfügung. Und ich sag mal so, die größte zurzeit ist gerade meine 500er. Und da sind die ganzen Spiele drauf. Das ist nicht so Gott. Das heißt, ich werde mal kurz hier ein paar Kisten hinzimmern. Die kann ich dann später wegkloppen. Das ist halt kein Problem. Sag mal, einen Hammer hatte ich ja noch, ne? Ich war jetzt nicht so clever, hab die ganzen Hammers verkauft. Ja, doch, hab ich. Ja, hab ich. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir werden uns in der nächsten Folge hier um den Schatz kümmern. Ich sollte hier die Funze ausmachen. Und ich hoffe, dass ich diese Nacht überleben werde. Also, bis denne. Tschüssikowski.